Dann würde ich sagen, machen wir hier direkt weiter mit den... Ist da irgendeiner dabei, den wir nur bei Nacht machen können? Nee, da ist jetzt keiner dabei, den wir nur bei Nacht machen können. Deswegen machen wir da unten jetzt mal weiter bei denen direkt. So, Zielort ist festgelegt. Und dann reisen wir auch direkt zum Schwarzen Tor nochmal. Hoffentlich kommen wir da durch. So viele Herzen, ja. Verdient, 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 muss man sagen. Verdient. Mehr Herzen. Wenn ihr gerade schon am Herzen schreiben seid, dann könnt ihr für die Mods auch gleich nochmal Herzen hier in den Chat schreiben. Die Mods haben sich auf jeden Fall auch nochmal die Herzen verdient. Das ist natürlich klar. Okay. Stein, der wild in der Luft schwebt, sorgt normalerweise dafür, dass ich irgendwo ein Pferderennen oder sowas machen muss. Okay. Ah, nee, wir müssen Gegner besiegen. Alles klar, Gegner besiegen, auch gut. Mittlerweile ist aber Frodo Stichstein irgendwie stärker geworden zu sein. Jedenfalls kann ich die Gegner hier mit einem Schlag immer killen. Das ging sonst nicht. Oder habe ich da irgendeinen roten Stein an, dass ich die Gegner mittlerweile mit einem Schlag kille? Naja, was es auch ist, das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Die Hälfte haben wir schon gekillt. Ich muss nicht mehr 10 Mal in die Gegner reinschlagen, das ist sehr gut. So, ich sollte in Mordor erstmal nach Hebeln suchen. Alles klar, es macht auch nur Spaß, wenn der Len mit dabei ist. Nur dann macht es Spaß, an Hebeln zu ziehen in Mordor. So, easy, ja. Das schauen wir jetzt easy. Das ist kein Problem hier. 19! So, und du bist Nummer 20. Gratulation. Aber Nummer 21 wird natürlich auch noch umgebracht. Und 22 auch und 23 auch. So, nice. Direkt geholt das Ding. So, wenn jemand neu auf meinen Kanal geht, Wesel's Play würde ich auf jeden Fall empfehlen. Schwierig, schwierig. Ich finde gerade so die letzten, die waren jetzt echt spaßig hier so. Auf Twitch muss man sagen. Also, ja. Boah, schwierig, schwierig. Das ist echt schwierig. Aber so alles, was ich jetzt zuletzt auf Twitch gespielt habe, war echt cool, muss man sagen. Also ich glaube, die sind auch alle ganz gut, in Anführungszeichen ganz gut geworden. So, da brauchen wir hier nochmal... Einen Berserker, einen Berserker. So, der hat zum Glück keinen Winterschlaf, sondern ist bereit, uns hier direkt das Ding hier reinzuhauen. Genau, beste Community, definitiv. So, der ist auch geholt. Nice. Und wenn wir hier schon dabei sind, holen wir uns auch noch den gleich da oben, wenn wir wissen würden, wie wir in diese Höhle reinkommen, was wir zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wissen. So, können wir uns hier eine Treppe oder sowas aufbauen? Ich glaube, da können wir uns keine Treppe hier aufbauen. So schön es wäre, aber ich glaube, eine Treppe kriegen wir da nicht hoch. Wie kommen wir denn dann hier hoch? Können wir zwar noch einen von denen draufwerfen, aber raufkommen tun wir da trotzdem nicht. Okay. Gehen wir doch mal weiter zu dem hier. Hä, wieso bin ich jetzt schon wieder so weit nach da gelaufen? So weit wollte ich doch gar nicht nach da laufen, Mensch. Hier sagt... Ah, hier ist noch ein geheimer Raum. Den hatte ich übersehen gehabt. Sehr gut, haben wir auch gefunden. Oh, Blackie! Vielen Dank für die 100 Bits und damit die Aktivierung des Hype Trains. Hype, Hype! Wie viel Prozent ich aktuell habe, ist 85%. Also wir haben heute schon 5% geholt. So, der Hype Train ist real. Der Hype Train ist real. Hype, Hype, Hype! Hype, Hype, Hype! Ups. So, und dann ziehen wir hier nochmal dran hier. Und da ist nämlich auch, glaube ich, noch gleich was dahinter. Ja! Wunderbar, wunderbar. Ich komme nicht vorbei. Alles klar. Dankeschön für die Unterstützung mit dem Trinkgeld hier. Gleich Mace Girl. Oder Mace. Vielen Dank dafür. Für die Anfeuerung des Hype Trains quasi. Der Hype Train in Herr der Ringe. brauchen wir einen anderen Namen dafür. Das ist dann der Hype-Olifant oder so. So. Einmal nach da oben, einmal nach da oben. Hyper, Hyper. Genau. Bringen wir ein bisschen Scooter hier rein. Für unseren Hype Train. So, nein! Ach, Sam. Immer diese Kletterpassagen hier. Ganz fiese Sache. So, nein, hoch mit dir. So, gleich haben wir es geschafft. Das ist Gandalfs Karren. Okay, okay, okay. Komm, Sam, du kriegst das hin. Kletter-Sam ist hier wieder am Start. Ja, wunderbar. Hype, Hype, Hype. Genau, alle mal Hype in den Chat schreiben. So, dann können wir uns ja auch gleich eine Brücke öffnen. Sehr gut. Und dann kommen wir hier oben raus. Ah, perfekt. Perfetto, perfetto. So, nice, nice, nice. Wann spiele ich Lego Star Wars die Skywalker-Saga? Ja, wenn sie rauskommt, spiele ich das natürlich. So, hier nochmal Prost, Prost auf euch hier an der Stelle. Ja, so muss das doch sein. So, ein bisschen mein Wasser hier nachfüllen, alles klar. Und dann holen wir uns als nächstes den Mordor-Ork. Oder wer hier, wer, da muss man... Ah, nee, holen wir uns als nächstes den Mordor-Ork, der hier ist. Der ist hier direkt unten. Fühlt ihr den Hype schon? Fühlt ihr den Hype schon? Da ist der Mordor-Ork. Habe ich gar nicht beachtet, weil da immer so viele von denen rumlaufen. So, weggehauen. Wunderbar. Mordor-Ork gehört damit auch uns. Ein weiterer Charakter. Mittlerweile haben wir schon echt viele Charaktere. Mittlerweile fehlen uns nicht mehr so viele. So, der Zielort wäre auch festgelegt.
Hyper, hyper. Ah, und da kommen wir auch gleich rein hier mit Gimli. Ja, jetzt läuft's doch hier. So. Mal reingehauen. Wunderbar. Genau. Hype dry. muss ich dem Whitey sagen. Jetzt müsst ihr rein. Jetzt müsst ihr den Whitey hier machen. Ihr müsst jetzt reinhypen hier. Richtig reinhypen. ein bisschen Whitey. Whitey-Vibes. Ah, wo ist Wolfi, wenn man ihn braucht? Ja. Wo ist Wolfi, wenn man ihn braucht? So, der würde einfach den Hype-Train hier instant auf Stufe 5 machen, der Wolfi. So, was möchtest du denn von uns haben? Hast du unterwegs zufällig eine Seifenblasenpfeife gesehen? Mein Vetter ist schlecht gelaunt, seit er seine auf einer Reise nach Osgiliath verloren hat. Ich glaube, so ein Ding haben wir sogar mal... Ja, das hatten wir damals mit Sauron gefunden in Osgiliath. Ich erinnere mich. Der würde den alleine füllen, ja, das stimmt. So, bitteschön. Ja, jetzt haben wir ihm auch seine das Ding gegeben hier. Ah, haben wir gleich bekommen. Nice, damit haben wir jetzt schon 49 wieder an der Zahl. Das ist schön. So, ein Spiel programmiert, um Drabo zu knechten mit Kletterpassagen, ihn ewig zu nerven. Ja. Sowas in der Art. Dankeschön, Blacky09, für dieses Trinkgeld. Der Hype-Train ist wieder auf Kurs oder so. wo müssen wir denn den holen? Ach, das ist der komische gewesen, der da irgendwo in der Mitte war, wo das Pferd wahrscheinlich ist, oder? Brauchen wir da ein Pferd? Da oben ist auf jeden Fall noch einer. Holen wir erstmal den da oben. Vielleicht gar nicht so verrückt. Gar nicht so verkehrt hier. Wenn es nur eine Kletterpassage wäre, mich zu knechten. Aber es sind leider mehr. Einige Kletterpassagen in dem Spiel, die hier nur gemacht wurden, um mich zu knechten, habe ich das Gefühl. So, einmal hier rumgegangen. Und dann das Ding hier nochmal reingetan. So. Nice. Wann gibt es wieder neue VIPs? Ich glaube 200 Leute oder so müssen gleichzeitig schreiben. So. Das dauert glaube ich noch ein bisschen, bis wir das hinkriegen. Das dürfte noch ein bisschen dauern. So. Ich glaube unser Hype-Chat ist gleich wieder vorbei hier. Ohne Wolf wird das nix. Oh, hier kommt schon wieder Hype rein. Johnny. Vielen Dank Johnny. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Trinkgeld. So, dann gehen wir mal einfach hier weiter. Oder versuchen wir doch mal den. Versuchen wir den zu bekommen. Ja, wenn alle das machen, dann die Zuschauer, wenn alle da die Trinkgeld geben, dann ist der Hype-Train auf jeden Fall schnell voll. So, alles klar. Den Berserker brauchen wir hier nochmal. So, Herr Berserker. Einmal hier nochmal reingeballert. Nice. So. Ist hier noch dunkel hier hinten? Ne, hier ist nicht dunkel. Wo kommen wir hoch? Da kommen wir mit Gollum hoch. Sehr gut. So, einmal hier hoch mit Gollum und dann alles geholt. Ja, Nummer 51. Nice. Ja, alle Leute müssen gleichzeitig im Chat schreiben. Das Problem ist, dass einige Leute wahrscheinlich gar nicht bei Twitch angemeldet sind, die gerade zuschauen. Von daher nützt es auch nichts, wenn alle anderen schreiben. Ich glaube, das würden wir nicht hinbekommen. Also da brauchen wir nochmal mehr Zuschauer auf jeden Fall. Damit wir die 200 im Chat schaffen. Ich glaube, gestern waren es 130 oder so, die wir gestern hatten, die gleichzeitig geschrieben hatten, wo wir es geknackt hatten, die 100. Und gestern haben wir noch deutlich mehr zugeschaut als jetzt gerade, von daher glaube ich nicht, dass es gerade realistisch ist. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr mir schreibt. So, da brauchen wir noch den Berserker gleich nochmal hier an der Stelle. Wasser brauchen wir nicht, da hätten wir zur Not den unendlichen Eimer mit dabei. Ein unendlicher Eimer, sie zu knechten. So. Nutzen wir unseren unendlichen Eimer auch gleich mal. So, müssen wir erstmal gucken, wo der Eimer ist. Den finde ich, glaube ich, gar nicht so leicht. Doch, da ist er. Da ist der Mithril-Eimer. Mache ich die Lego Star Wars die Skywalker-Saga zu 100%? Natürlich mache ich Lego Star Wars die Skywalker-Saga zu 100%. Ist doch ganz klar. So. Ups, einmal schön darüber. Lag nur an der Premiere gestern. Ich muss mal wieder öfters Premiere auf Twitch machen, oder? Ja, ne. So, einmal da hoch. Ups. Schnell da hoch. Aktiv oder wieder in Dienst? Herzlich willkommen zurück, Eifel. Schön, dass du wieder da bist. Okay, da müssen wir auf jeden Fall eine lange Sprungpassage meistern, um an den Stein da oben zu kommen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen.
Haben wir hier draufgeschlagen. Das dürfte uns jetzt den Weg nach oben ebnen. Ja. Komm jetzt hier. Aragorn ist nicht nur Fernkämpfer. Aragorn kann natürlich auch springen hier. Und uns ist sogar gleich noch ein Stein. Ah, da haben wir gleich zwei. Wie? Warum, Aragorn? Warum springst du nicht einfach einen Zentimeter weiter? Ist doch nicht so schwer. Ist doch nicht so schwer. So, einmal darüber. Und nochmal darüber. Und nochmal darüber. Und nochmal darüber. Nein, nicht darunter. Aragorn, darüber. Das ist der Unterschied zwischen rüber und runter. Das fängt zwar beides mit R an, aber es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen rüber und runter. So, muss ganz bis an die Spitze vorne gehen, bis er so fast rüberkippt und dann einfach... Wieso springt er nicht auf das Ding rüber? Wieso springt er da nicht rüber? Denethor wirst du sehen. Ja, ich glaube nicht, dass es mit Denethor besser wird, aber wenn du Denethor sehen willst, dann bekommst du Denethor. So, einmal den Denethor hier gewählt, bitteschön. Viel Spaß mit Denethor. So, hier. Es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich, physikalisch an dieser Stelle darüber zu springen. Es tut mir leid, ich würde da gerne rüberspringen, aber das Spiel sagt nö. So, deswegen holen wir jetzt an dieser Stelle hier nochmal den Stein erstmal. Dann haben wir hier zumindest was erreicht und dann versuchen wir es nochmal gleich, die Stelle. Aber die ist fies. Die ist richtig fies, die Stelle, habe ich das Gefühl. Unsichtbare Wand, aber echt. Ja, da ist aber auch nichts im Weg oder so, dass man sagt, okay, da ist irgendein Problem oder so, dass er da nicht rüberspringen kann. Seht ihr, er springt einfach nicht weit an der Stelle. Ich kann die Kamera nicht hinter den Charakter drehen. Ich würde es gerne, die Kamera... Machen wir anders, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sonst gammeln wir wieder ewig an dieser Stelle rum und schaffen die nicht. Machen wir lieber was Sinnvolles hier. Gehen wir mal hier rüber. Holen wir uns den erstmal hier vorbei an Barad-dûr. Holen wir uns den jetzt einfach mal. Das heben wir für einen Schluss auf. Ja, auf Anhieb mit Denethor. Das wäre gut gewesen, wenn es mit Denethor geklappt hätte. Aber Denethor war leider nicht die Lösung für unsere Probleme. Wir nehmen ihn aber trotzdem nochmal... Damit derjenige, der seine Kanalpunkte dafür investiert hat, auch sagen kann, er hat Denethor lang genug gesehen. So, bitteschön. Mal ein bisschen mit Denethor hier Action machen. Ah, okay, da muss man einfach nur rüberlaufen. Das hier könnte leichter werden. Runterfallen kann Denethor, ja. Oh nein. Ah, da müssen wir wieder ewig die Dinger suchen wahrscheinlich. Runterfallen kann Denethor sicher. Das gehört definitiv zu seinen Spezialfähigkeiten. Ne, da kommen wir anders nicht hoch, oder? Können wir uns damit Legolas irgendwie hochbuggen? Nein, Legolas buggt sich da nicht hoch. Schade. Okay, da brauchen wir erst wieder so eine Kurbel, die wir wieder irgendwo suchen müssen. Da können wir zur Not aber die Kurbel aus Isengard mitnehmen. Das funktioniert für gewöhnlich. Oh, wir können sogar in Schicksalsberg rein, habe ich da gerade gesehen. Cool. Aber wir wollen jetzt nicht in Schicksalsberg rein. Wir wollen erstmal den Bauplan hier noch holen, der hier ist. Und dann wollen wir auch noch die Quest... Ah, da fängt das Rennen auf jeden Fall an, was uns noch gefehlt hat. Wollen wir mal den anderen Kollegen da drück. Ach, ein Schafsrennen ist es diesmal. Oh, ein Schafsrennen. Mäh. Das ist gar nicht der, den wir kaufen müssen, oder? Bist du das? Nee, du bist definitiv nicht der, den wir kaufen müssen. Irgendwie muss man sagen, ist die Welt manchmal ein bisschen leer von dem Spiel. Ah, da vorne ist der, den wir kaufen müssen. Ich habe ihn gesehen. So, irgendwie ist die Welt manchmal ein bisschen leer. Also man hat irgendwie das Gefühl, man nur die Questgeber laufen hier rum und sonst absolut nichts. Reality Ixon, herzlich willkommen. So, einmal hier rüber gelaufen. Nice, wir haben einen neuen Entwurf freigeschaltet. Denethor. Wir hatten schon wieder den nördlichen Gott überdehnt, ja. Das ist, eigentlich könnte man auch Denethor, könnte man das Denen hier eigentlich auch nennen. So, Gothmog heißt der übrigens. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Kann man auch in Barad-dûr rein? Probieren wir es aus, ob man in Barad-dûr rein kann. Nö, man kann nicht in Barad-dûr rein. So, für euch getestet, man kann nicht in Barad-dûr rein. Bitteschön. So, jetzt mal nach oben noch das Zeug geholt. Wo müssen wir hin? Da müssen wir an der Seite... Ah, oh, nein, große Sprungpassage. Die schönsten Sprungpassagen haben sie sich definitiv für Mordor hier aufgehoben. Na gut, hier kann man zumindest nicht so leicht runterfallen, weil hier sich nicht von alleine irgendwie Sachen einziehen oder... Ah, doch, die Sachen ziehen sich von alleine ein. Oh nein. So. Ah. Nein, nicht Doppelsprung. Legolas. Nein, Legolas, nicht den Rückwärtssprung. Wieso machst du denn den Rückwärtssprung? Oh, Legolas. Legolas ist doch einfach mal sein. Okay, so hoch. Mache ich heute 100% egal, was kommt. Ja, außer ich komme da nicht rüber. Aber dann machen wir halt wieder eine halbe Stunde nachher über das Ding drüber springen. Kein Problem. Oh, Gott sei Dank. Zweiter Versuch. Easy. Zweiter Versuch, das war schon mal nicht so schlecht. Das wird ein 99,9% Stream. Also diese Sprungpassage da vorne, die werden wir uns auf jeden Fall bis zum Schluss aufheben, weil die ist mir momentan etwas rätselhaft, wie wir die lösen sollen.
das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Ein Buch mit 7 Siegeln, wie das so schön heißt. Ich weiß noch nicht, ob das eine... Neue, aber ja, müssen wir mal gucken. Okay, hier ist... Ah, das Schafsrennen ist hier zu Ende, okay. Machen wir mal das Schafsrennen hier. So, einmal Schaf. Yay! Dann mal losgeritten hier. Hier haben wir gute Übersicht, das Rennen sollte easy werden. Das schaffen wir hier, first try, ich sag's euch. Erster Versuch, easy das Schafsrennen geholt hier. Ist aber auch nicht der Dings, den ich eigentlich gedacht habe, dass das der Mithrilstein wäre, aber ist ja auch wurscht. So. Vollgas werden hier mit Legolas auf dem Schaf. Meh, 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 meh. Meh, 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 meh. Meh, 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 meh. Ich schaff das, ja, ich glaube auch, dass ich das schaffe. So, der ist weit weg. Ist das der nächste? Oh shit, ist das wirklich der nächste? Oh, ist das der nächste? Shit, hat man aber nicht viel Zeit hier. Nein, es war nicht der nächste, nein! Hä? Wo war denn der nächste? Der ist doch aufgeploppt. So viel zu, ich schaff's first try. Was bringen mir Bits? Bits sind quasi wie Trink... Also, Bits sind quasi Geld. Also, wird umgerechnet in Geld, was ich dann von Twitch bekomme. Also, ist quasi... Deswegen steht ja auch da 100 Bits Trinkgeld, weil es ja quasi Trinkgeld ist, was ihr mir damit gebt. So, nice. Ah. Ja, schöner First Try. Wird alles hingeschnitten. Nee, ach komm, ey. Blödes Schaf, Mensch. Da lief so gut das Schaf und dann plötzlich hier so rüber. Aber ich habe mir schon gedacht, als die Zeit so runtergelaufen ist. Vor allem, ich hätte es ja durchgeschafft. Ich hätte es durch das Tor sogar durchgeschafft in der Zeit. Okay, dann nochmal losgeschafft. Das No lasse ich im Video, ja. Zwei Versuche lasse ich meistens im Video drin. Ne? Ich mache nur, wenn es dann mehr als zwei Versuche werden. Wenn ich es dann auf dem zweiten Versuch nicht schaffe, dann werden die Zwischenversuche meistens rausgeschnitten. So. Immerhin haben wir schöne Musik hier dabei beim Schaf. Ist auf jeden Fall sehr motivierend hier. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Blick mal hier rüberschweifen lassen. Das ist auf jeden Fall der nächste hier was. So weit war es noch richtig hier. Und dann müssen wir, glaube ich, hier mit denen hier irgendwie rumlaufen. Wo hat es denn dann aufgehört, richtig zu sein? Eigentlich müssen die doch immer genau in die Richtung zeigen, wo der nächste ist, oder nicht? Hä? Wo bin ich das vorhin verkackt? War ich so weit schon, oder? Nee, ich bin gleich in den hier reingelaufen, oder? Ne, der blinkt auf jeden Fall hier als nächstes hier. Der hier muss auf jeden Fall der nächste sein. Hä? Okay, ich verstehe es. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich es verkackt habe, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir schaffen es jetzt bei diesem Mal hier. Also der richtige blinkt auf jeden Fall immer rot. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Ne, so weit war ich vorhin nicht. Läuft auf jeden Fall. Ja. Schön hier nochmal rumgelaufen. Die Pfeile zeigen, glaube ich, auch so ein bisschen den Weg. Immer durch den hier durch, aber da wird die Zeit auch schon ganz schön echt knapp, muss man hier sagen. So, das da vorne ist der nächste. Oh, man hat auch echt hier nicht viel Zeit. Ich habe hier gerade die Sprungschanze nicht mitgenommen. Ich hoffe, das war okay. So, aber die Sprungschanze nehmen wir mit. Hier gibt es nämlich 10.000 dafür. Nein, Orks, lasst uns in Ruhe. Oh Gott, wo müssen wir denn hier überall durchlaufen? Spiel, was tust du mir an? Oh, da vorne ist der nächste. Oh, das ist ja das längste Rennen, was wir bis jetzt machen mussten. Will das Spiel uns hier einmal... Oh nein, beim letzten müssen wir springen. Oh nein, Spiel. Nein, Spiel, sag mir. Für den König! Nice, wir haben es geschafft. Ah, schön, zweiter Versuch, nice. Ist das die Tour de Mordor? Ja, das ist definitiv die Tour de Mordor. Ich hab's geschafft. Ja, zum Glück habe ich es geschafft. Das war der mit der Kurbel. Kurbel haben wir gerade nicht dabei. Holen wir mal den hier noch. Das Schaf wird mich leider gleich abwerfen, das weiß ich mittlerweile. Das habe ich leider gelernt, dass mich die Schafe immer gleich abwerfen. Ah, da müssen wir oben bei Sauron rein. Oh, hier kann man auch was machen. Was kann man denn hier bei dir machen? Haben wir das schon damals gemacht gehabt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass wir hier überhaupt in Mordor waren. Hat nichts gebracht. Außer ein paar Stats, aber davon haben wir mittlerweile eh schon 27 Millionen. Von daher brauchen wir davon nicht unbedingt mehr. Dann kommen wir auch bald schon wieder zum nächsten Level, würde ich sagen. Ich hole mal zwischendurch noch das mit der... Die Kurbel hole ich mir nochmal aus, aus Isengard, weil da weiß ich nämlich, wo die Kurbel ist. Oh, du hast hier aber auch den feurigen Platz ausgesucht für deine Quest. Puh, ziemlich heiß hier oben, was? Oh, was wurde ich jetzt für ein schönes, kühles, erfrischendes, kühles, frisches Eis am Stiel vom Pass von Karadras geben. Oh. Lass mich raten, es soll auch noch kühl sein.
Haben wir nicht so ein Eis sogar schon? Ich glaube, das Eis haben wir. Beim Eis bin ich mir relativ sicher, dass wir es haben. Ja, das haben wir. Sehr gut. Bitteschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Was kriegen wir dafür? Ah, okay. Naja, besser als nix. So, einmal hier durchlassen. Ja, wir müssen eh Legolas nehmen, glaube ich. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal eine weitere Sprungpassage meistern, um hier hochzukommen. Au! Wieso kommt denn da auf einmal Feuer raus, ey? Davon war nicht die... Von Feuer war nicht die Rede, Legolas. So, dann nochmal hier hoch. Der Schaffner kontrolliert den Fahrausweis. Ja, definitiv. Das ist definitiv der Schaffner. Wie müssen wir uns da... Hä? Ah, da müssen wir oben drauf. Okay. Cool. So, Legolas nochmal hier entlang schwingen. Oh nein, wir müssen ganz oben auf dem Berg drauf, oder? Oh nein. Oh nein. Okay, dann einmal zu Gollum gewechselt hier. Erklimmen wir gemeinsam den Schicksalsberg. Wird dieser Berg unser Schicksal sein? Ach Gott, nein. Sprungpassagen, ich liebe sie doch einfach. Nightmare, 2, 3. Nein! Wieso ist er da schon wieder runtergefallen? Nightmare 238 LOL, herzlich willkommen. Okay, das war schon mal nicht so verkehrt, Gollum. Oh nein, da müssen wir wieder springen. Warum, Spiel, warum? Ich glaube, da können wir auch direkt rüberspringen, oder? Ja, wir können nicht direkt rüberspringen. Wir hätten direkt rüberspringen können, aber das Spiel hat uns nicht gelassen. Ich will mal kurz, bis das Feuer wieder aus ist. Springen und dann balancieren. Ich stehe noch nicht ganz drauf. Jetzt stehe ich drauf. Okay. Aber hier sind zumindest immer nochmal Sachen, wo man sich theoretisch, wo man es dann schaffen kann, dass wenn man runterfällt, dass man da irgendwo drauf landet und nicht direkt ganz unten ist. Ich glaube, das ist zumindest hier noch so ein bisschen fair gemacht. Hier kommt gleich wieder Feuer raus, das weiß ich schon. Da oben ist das Ding. Ich glaube, wir müssen dann wahrscheinlich noch weiter, oder? Okay, das ist der letzte große Sprung hier, den wir machen müssen. Okay, den hätten wir geschafft. War das schon alles hier oder müssen wir noch weiter hoch? Ne, wir sind ganz oben angekommen. Wir sind am Schicksalsberg. Kann ich in den Schicksalsberg reinspringen? Ich kann nicht in den Schicksalsberg reinspringen. Oh, das enttäuscht mich jetzt schon auf ein paar Ebenen. Seit wann mache ich Twitch? Seit ungefähr 2 Monaten mache ich... Na, noch nicht mal 2 Monate. Aber schon ein bisschen mache ich ja schon Twitch hier. Only Demon V2. Ich will da oben in den Schicksalsberg reinspringen. Wieso darf ich nicht in den Schicksalsberg reinspringen? Ach, Manu. Ah, hier ist auf jeden Fall der Weg nach unten wieder. Dann müssen wir auf jeden Fall diesen Weg nach unten hier nehmen. Weil, ist ganz klar, da versuche weiter nach oben zu kommen. Ja. Ich kann ja meinen Schmuck reinwerfen, ja. Hab gerade keinen Schmuck an. So. Schön hier runterrutschen. Oh, auf die Eule müssen wir bestimmt schießen, oder? Nein, müssen wir nicht auf die Eule schießen. Okay, hat die Eule aber Glück gehabt. So, einmal schön in den Schicksalsberg runterrutschen. Der Klassiker. Was man eben so macht in Mittelerde. Für den König. Nee, ich weiß, ich muss jetzt das... Ah, hier haben wir noch Sachen, die wir holen können. Oh, uns fehlt dann echt nicht mehr viel. Uns fehlen dann vielleicht echt nur noch die Missionen hier. Das schaffen wir heute. Heute fehlen uns nur noch die Missionen, sonst haben wir fast alle... Oh, doch, das schaffen wir heute tatsächlich. Oh, geil. Wenn wir nicht an diesem einen Ding da scheitern. Ihr wisst, wovon ich rede. Wenn wir daran nicht scheitern, dann schaffen wir es. An dieser einen schrecklichen Sprungpassage. Jetzt muss jeder die scharfen Witze bringen. Ja. Jetzt müssen auf jeden Fall ein paar scharfe Witze her. Okay, da vorne ist wieder... Oh nein, nicht die wieder. Nicht die da, die... Ah, nee, es sind die. Ach Gott. Okay. So, Gimli, einmal. Möge der Spaß beginnen. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt gehen sie wieder rein. Kommen sie wieder raus. Dreimal. Ne, es war schon viermal sogar schon. Fünfmal. Und der letzte auch noch. Easy. Ja, Legolas rutscht auf jeden Fall dem Schicksalsberg den Buckel runter. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. So, sonst müssen wir nicht mehr in die Ecke da oben. Komm, machen wir die Sachen da oben in der Ecke noch. Und wenn wir die Sachen in der Ecke da oben gemacht haben, dann machen wir die nächste Mission, glaube ich. Ja, machen wir die Sachen da oben in der Ecke noch. Irgendwie fehlt mir irgendein Tier, um einen Maulwurf sie zu knechten. Ja, der Maulwurf war fair. Da habe ich mich schon mit schlimmeren Maulwürfen rumschlagen müssen in dem Spiel hier. Das ist der Mal 10 da vorne. Dann hoffen wir, dass wir das haben, was wir brauchen für den Mal 10. Mittlerweile haben wir schon die meisten Missionen eigentlich alles abgeschlossen, aber vielleicht müssen wir das schmieden, wer weiß schon. Also stimmt, wir müssen auf jeden Fall was schmieden, aber vielleicht haben wir schon geschmiedet, was wir dafür brauchen. Naja, lassen wir uns überraschen. Schmieden, ja, ist die Frage, was wir schmieden müssen. Lande Mordor, wo die Sprungpassagen drohen, ja, das stimmt. Hallo, soll ich das Geheimnis des absurden Reichtums lüften?
Nachdem ich so reich bin, will ich momentan nur eins. Ein Mithril-Quietschschwert. Schmiede mir eins und das Geheimnis ist deins. Das Mithril... Oh, haben wir das schon? Gar nicht sicher. Gesehen habe ich das schon mal. Haben wir das? Haben wir das? Nee, haben wir nicht. Okay, schade. Noch kein Mithril-Quietschschwert. Hm. Naja, dann holen wir zumindest noch die beiden Steine, die hier irgendwo sein sollen. Der eine ist auf jeden Fall direkt da vorne. Der ist easy zu holen. Da brauchen wir nur Aragorn, wenn ich das richtig sehe. So. Der Maulwurfverfehr von einem Maulwurf ausgetrickst werden kann auch nur ich. Ja, das gehört zu meinen speziellen Fähigkeiten, von Maulwürfen ausgetrickst zu werden. Das kann nicht jeder. Das kann auf jeden Fall nicht jeder. Das ist schon... Special-Fähigkeit von mir. Ich kann noch dreimal einen Berserker vorbeidrücken. Nein. Nein. Ja. Ah, dann brauchen wir hier... Starken Charakter brauchen wir auch noch. Das Spiel will hier... Der Berserker ist doch eigentlich ein starker Charakter. Warum kann ich hier... Warum kann ich hier den Ding schon wieder nicht ziehen hier? Oh, nein. So, einmal dran ziehen, bitteschön. Ah, Gott sei Dank, der kann dran ziehen. Sehr gut, sehr gut. Stupenborstel, herzlich willkommen. Und warum ist in der Kiste nichts drinne? Warum ist in der Kiste nichts drinne? Warum... Ach, Gott sei Dank, es kommt doch noch raus. Ausatmen, ganz ruhig. Oh Gott, ich habe schon wieder gedacht, das wäre jetzt hier schon wieder so ein Bug, wo wir wieder irgendwas nicht bekommen, ey. Wäre nicht das erste Mal. So, hier soll ein... Ach, das ist nur in der Nacht verfügbar. Ja, wir müssen ja eh noch das Ding mal anders machen, ey, dann machen wir. Dann machen wir das alles wann anders und machen jetzt dann, den Prolog. Ah, die Prolog-Mission, ja, die können wir machen. Die ist auf jeden Fall cool, die Prolog-Mission. Dann machen wir die hier als nächstes, würde ich sagen. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.